Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde X-Run auf dem RSMV-Server. Und egal wie oft man diesen Servernamen ausspricht, sorry, er klingt leider immer noch irgendwie ziemlich komisch. Aber vielleicht liegt das nur daran, dass ich nicht weiß, was RSMV in diesem Fall bedeuten soll. Nachdem die letzte Runde... Wieso kommen denn da so viele Leute rein in dem Moment? Nachdem die letzte Runde Minecraft Flash auf den Bergwerk Labs Servern so unglaublich desaströs gelaufen ist, muss ich mich davon nochmal so ein bisschen erholen. Deswegen probieren wir noch ein paar weitere Maps auf diesem Server hier aus. Ich weiß nicht, warum hier plötzlich so viele Leute sind. Mensch, die sind bestimmt alle wegen mir da. Und jetzt gucken wir erstmal. Guck mal, hier sind Light. Light kommt mir nicht bekannt vor als Map. Deswegen gehe ich hier mal rein. Wir spielen auch mit QWAS 1, 3, 2, 4. Das freut mich, dass Quad 1234 hier mit dabei ist. Der hat genauso einen coolen Namen wie der Server. Es ist einfach, es wird klasse. Bereitet euch darauf vor, dass es klasse wird. Leute, es wird klasse. K-L-A-S-S-E. Ja, so. Und jetzt habe ich den Check. Das sieht ja hier, das sieht ja eigentlich ganz. Habe ich gewonnen! Gehst du mit mir irgendwo rein? J1234? Wo gehen wir rein? Komm, ich folg dir nach. Die sind alle in progress. Wo bist du reingegangen? Happy Thoughts. Glückliche Gedanken. Machen wir uns gemeinsam glückliche Gedanken. Guck mal, das sieht doch auch wirklich nach einer fröhlichen Map aus. Hier mit dem Smiley da hinten dran. Ich zeig's euch nochmal von ganz nah. Glückliche Gedanken in 2, 1. Go! Und das ist jetzt natürlich auch die Challenge für euch. Macht euch bitte glückliche Gedanken, während ihr euch das hier anschaut. Ja? Das sieht schon besser aus. Hier habe ich jetzt einen schöneren Ansatz gefunden. Er ist aber auch schon an Checkpoint Nummer 2. Nur ich mache das hier so langsam und entspannt, wie es geht. Weil jetzt, wo ich meinen Vorteil hier mit drin habe, sollte ich ihn... Was ist los? Wie komme ich hier denn raus? Ach, ich muss hier runterfallen. Das hätte man mir auch mal früher sagen können. Happy Thoughts, Leute. Glückliche Gedanken. Macht euch glückliche Gedanken, während ich für euch leide. Das ist die Devise, die wir in Minecraft... Ey, wenn die Leute mal aufhören könnten, immer die Runde zu verlassen. Das ist die zweite Runde, die ich in Folge gewonnen habe, nur weil irgendjemand aus der Runde rausgeht. Bleibt doch da drin! Steht doch mal was durch! Wenn die Map glückliche Gedanken heißt, Happy Thoughts, dann will ich, dass ihr euch glückliche Gedanken macht! Oder fröhliche! Übersetzt, wie ihr es wollt, ey. Vielleicht wird ja Simons das, was funktionieren wird, zusammen mit THDCH. THDCH. Geheimer Partner von R2D2. THDCH. Wo muss ich hier genau runter? Ach, ich muss in die Richtung. Ja, das lief jetzt nicht so 1A. Vielleicht bleibt ihr mal drin in der Runde. Das wäre so irgendwie eine ganz coole... Wow. Boah, das war gut gemacht von mir. Das war schlecht gemacht von mir. Gar nicht mal so ein einfacher Anfang. Aber die anderen haben auch Probleme. Und solange die anderen auch Probleme haben, ist allgemein meine Devise im Leben, kann man ein bisschen relaxen. Ah, okay. Okay. Nee. Nee. Wirklich. Das lief ja eigentlich bisher ganz okay. So, hier, also das hier. Jetzt hat auch jemand leider schon den nächsten Checkpoint erreicht, nämlich Kuwatz 1324. Die haben alle so strange Namen. Ist das... Irgend so ein Ding in der internationalen Community, dass man sich Namen gibt, bei denen man keine Ahnung hat. Und jetzt muss ich hier runter. Aber wo genau runter? Einfach runter ins Wasser oder... Hat funktioniert. Checkpoint Nummer 2. Ich hatte zwar eher vermutet, dass ich voll drauf gehe. Und hier mache ich jetzt langsam. Ich habe zwar eigentlich jemanden vor mir, aber so schräg traue ich mir das nicht zu mit dem schnellen Gerenne. Geh... Kaddel-1013 schreibt auch schon Punkte in den Chat. Das ist fast so kreativ wie seine Namenswahl. Aber auch nur fast so kreativ. Das hier kann man nämlich wirklich ohne Probleme regeln, indem man ganz
in Seelenruhe langsam herumgeht. Dann haben wir hier jetzt ein bisschen Eis. Da auch immer schön die Shift-Taste dran halten, damit keine Probleme entstehen. Ganz langsam und entspannt. Ich habe absolut keine Ahnung, was die Typen da drüben für einen was die für einen Murks zusammen chatten. So, jetzt ist Schluss. Jetzt mache ich hier Speedo. Verlassen die jetzt schon wieder die Runde? Ist das hier so... Was haben die denn für ein beschissenes Durchhaltevermögen? Das ist doch der Sinn des Modus, dass man mal... Jetzt verlässt bestimmt auch gleich wieder THDCH die Runde. Und dann bin ich hier wieder allein drin und habe die dritte Runde durch das Verlassen von irgend so einem Hampel gewonnen. Und das ist ja nicht das, was ich will. Ich will ja eine Herausforderung. Wenn ich diesen Modus spiele, dann weiß ich doch, dass ich mich ein bisschen aufregen will. Dass ich ein bisschen mein Gemüt zum Kochen bringe, um den Rest des Tages auch weiter schätzen zu können. Dann bin ich einfach so ein bisschen in Demut. In andächtiger Demut beginne ich dann den Tag, damit etwas ertragen zu müssen. Und wenn ich das dann ertragen habe... Checkpoint Nummer 3. Es ist ja wirklich, also... Das könnte deutlich schlimmer laufen. Ich habe ja vor allem auch jetzt wirklich viel Zeit. THDCH, was so ein bisschen klingt wie die Bezeichnung von... einer chemischen Verbindung, der ist weit hinten dran. Oder es klingt eher wie eine Droge. Oder wie irgendein drogischer Verbindungsstoff. Wie so eine alte Omi springe ich in Zeitlupe von Block zu Block. Dann einmal noch hier rein, Checkpoint Nummer 4. Jetzt sind wir im, ist das ein Schiff? Es ist ein Schiff. Stimmt, ist ja, die Map heißt ja Sea Monsters. Hier draußen sieht man die Tentakel. Das habe ich noch gar nicht beachtet. Ich bin noch nicht so auf die Architektur eingegangen. Hier ist ein Pfeil. Pfeil bedeutet einmal Runde. Und jetzt sind wir unter... Oh, das ist geil gemacht. Das ist wirklich nice gemacht. Weil bisher fand ich die Maps immer so ein bisschen liebloser als auf Bergwerk Labs. Die, also von der Gestaltung her, aber das hier ist jetzt wirklich auch keine schlechte Nummer, wobei man die beiden Server ja auch nicht vergleichen muss. Bergwerk Labs hat ja den Modus quasi von dem hier original adaptiert, das haben wir ja schon in der ersten Runde, die ich jemals gespielt habe, erklärt. Da habe ich zusammen mit Freddy mit der Sturmwaffel aufgenommen, mit der guten alten. Swordmaster fragt, what are you from? Also der Chat ist etwas, was ich ja einfach nicht verstehen werde. Ich bin einfach nur froh, dass ich wen gefunden habe, der mit mir länger als eine Minute in der Runde drin bleibt. Dicke Props an THDCH. Vielleicht ist er auch einfach gar nicht mehr am Rechner und ist eingeschlafen oder macht irgendwas komplett anderes. Beides könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin hier weiterhin sehr vorsichtig, mache das super entspannt. Und so ist es auch wirklich spannend, wenn man hier nicht so drüber rennt, wie man eigentlich drüber rennen sollte, sondern mit dieser Omni-Taktik. Die Omni-Taktik, das ist auch was... was ich mir gerne patentieren lassen würde. Nur noch 0 Checkpoints weg. Dann kann ich hier jetzt auch mal kurz was wagen und ein bisschen meine Running Skills demonstrieren. So sollte man das eigentlich alles machen mit so sicken Hardcore Jumps, dass man hier so wow und wow. THDCH hat Seele in den Chat geschrieben. Das muss toll sein, wenn man solche Dialoge führt, während man beim ersten Checkpoint rumhängt. Jetzt schreibt der R-L-E-K-F-F-U und Potato in den Chat. Aber das hier ist wirklich leichter, wenn man das so macht. Potato, Potato. Was ist denn los mit dem Jungen? Okay, er schreibt Potato. Was veranstalten die denn da in dem Chat? Das kann doch... Das ist doch keine Sprache. Das ergibt doch wirklich in keinem Teil der Welt auch nur im Ansatz Sinn. Das ist echt ganz komisch. Es sind auch nur noch 4 Minuten übrig. Das könnte zu einem Problem werden, weil ich echt nicht mit dem letzten Checkpoint... Ah! Mann, jetzt nervt's ein bisschen. Wie macht man das am besten?
Vielleicht einfach laufen? Einfach laufen! Man muss gar nicht mehr springen. Einfach nur laufen. Wir sind im Maul des Haies. Und haben gewonnen. Sea Monsters gewonnen gegen einen Typen, der... Jetzt möchte ich mal gerne wissen, wo der denn abhängt. Oder ob der überhaupt irgendwo abhängt. Macht der denn was? Also Map finde ich sehr, sehr schön. Mit dem Schiff und eben diesem Kraken da unten. Und dann landet man in dem Maul von dem Riesenhai. Das ist schon ganz nice gemacht. Da drüben ist auch nochmal irgendwie so eine Seeschlange. Das Loch Ness Monster. Aber wo ist er? Wo ist er? Was macht er denn? Dieser THDC hat nur irgendwie alle... Vielleicht ist das auch ein Bot. Gibt's, aber dann würde er ja nicht in den Chat schreiben. Es gibt doch hier keine Bots auf dem Server, die nichts anderes machen, als die ganze Zeit komischen Kram in den Chat zu schreiben. Hier ging es doch irgendwo los. Ich frage mal nach, wo er ist. Vielleicht kann er es mir ja beantworten oder was er macht. Ist das so, macht man das so auf dem Server? Einfach rumhängen in der Runde und ein bisschen talken? Jetzt ist die Runde vorbei. Und das war's.